Michael. Schön, dass du dir heute die Zeit nimmst, um uns mehr über das Thema Konstruieren von und mit Aluminiumprofilen zu erzählen. Kurz zu dir, was ist denn deine Position bei Hydro? Hallo Rebecca. Schön, dass ihr von mir was wissen wollt. meine Position, ich mache für die Hydro Extrusion im Bereich Dach, mache ich technische Beratung, leite eine Truppe von technischen Beratern, die zum Teil sehr erfahren sind, Ewigkeiten schon in der Branche sind, zum Teil selber an den Pressen gestanden haben, beziehungsweise selber Werkzeuge korrigiert haben. Und deswegen haben wir ein tiefes Wissen über Extrusion Design. Wir machen aber darüber hinaus auch Beratung für Materialeigenschaften. Was soll das Material, aus dem das Strangpressprofil ist, können? Welche Festigkeiten hat es? Und solche Dinge. Wir machen auch Beratung zur Oberfläche und zur mechanischen Bearbeitung. Schön. Das Thema Konstruieren von und mit Aluminiumprofilen ist ja ein sehr breites Themengebiet. Ja. Was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Punkte, auf die man besonders achten sollte, um ein optimales Ergebnis zu erhalten? Also prinzipiell könnte man meinen, dass man alles das, was man im 2D, also auf einem Blatt Papier, zeichnen kann, auch pressen kann. Das stimmt auch in großen Teilen, aber es hat natürlich seine Grenzen. Ich berate die Konstrukteure unserer Kunden immer dahin, dass ich sage, der Beginn einer Konstruktion sollte in dem Zusammenfügen von Wandstärken sein und nicht ein Solid Block nehmen und da irgendwelche Löcher rein konstruieren, sondern wirklich Wandstärken zusammensetzen. Und dann ist das größte Problem, was wir mit Kundendesign haben, was wir vielleicht nicht presstechnisch umsetzen können, sind so lange Zungenverhältnisse, nennen wir das, so lange Spalte im Profil. Das können wir nicht gut. Sehr kleine Hohlkammern können wir auch nicht gut. Aber ansonsten muss man halt darauf achten, dass man vielleicht noch homogene Wandstärken hat, dass man keine zu heftigen Übergänge von der dünnsten zur dicksten Wandstärke hat. Klingt auch sehr, sehr spannend auch. Und das heißt, die Wandstärke ist ja auch eins der wichtigsten Punkte dann, so wie du jetzt gerade hier mit aufgebracht hast. Und jetzt so als letzten Punkt, wir reden ja oftmals auch von schwer umsetzbaren Profilen. Ja. Und was gibt es für Stellschrauben, an denen wir drehen können, um das Ganze so ein bisschen zu vereinfachen? Wir können nicht von eine komplexe, nicht presstechnisch nicht herstellbare Kundenkonstruktionsidee für ein Profil, können wir nicht von heute auf morgen von nicht machbar auf machbar umschalten. Bei uns sind gewisse technische Grenzen in der Verfahrenstechnik des Strangpressens gesetzt. Und wir müssen versuchen, die Kundenfunktionalität so weit wie möglich einzuhalten und trotzdem ein strangpressbares Produkt zu bekommen. Das kann darin enden, dass wir Hohlkammern hinzufügen. Das kann sein, dass wir Hohlkammern entfernen. Das kann sein, dass wir Funktionalitäten wie Schraubkanäle, C-Schienen oder sowas an einem Profil etwas verschieben und umgestalten. Meistens finden wir eine Lösung. Manchmal, im Extremfall, muss man auch aus einem Profil vielleicht zwei machen, die man aneinander setzt, wenn es sehr extrem wird. Mhm. Aber in der Regel finden wir eine Lösung. Es ist relativ selten, dass wir sagen müssen, das, was du da vorhast, macht man besser aus einem Stück Blech statt aus einem Strangpressprofil. Wenn das so ist, sagen wir das auch offen, aber es kommt relativ selten vor. Schön. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Kein Problem. Und dass du uns hier mal mehr von deiner Expertise gesagt vielen hast. Vielen Dank, besonders für das Wetter. Super Wetter. Vielen Dank. Dankeschön.